Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Vorstellung. Alter, was ist mit euch los, Leute? Ich fühle mich schlecht, Leute. Ich fühle mich so schlecht. Ihr kennt meinen Baustil, ne? Mein Baustil, das Schönste, was ich, glaube ich, jemals gebaut bekomme, wenn ich eine Redstone-Bibliothek bauen will, dann würde ich das machen, das machen. Das machen, das machen. Vielleicht würde ich einen Kolben nehmen auch noch und dann würde ich natürlich ein Bookshelf nehmen. So, und dann machen wir sowas und so. Und dann haben wir so einen Dreckklumpen und dann haben wir einen Dreckklumpen. Das Coole bei dem Dreckklumpen ist nämlich dann, das ist eine geheime, versteckte Bibliothek und man drückt auf den Schalter und da ist ein Bookshelf. Und dann kommt sowas. Ohne Worte. Vielen herzlichen Dank auch wieder fürs Einsenden an SA und OI. Ihr beiden habt eingesendet die Redstone-Bibliothek und heißt in Minecraft Aurelud und Seba-LP. Und die Namen kommen mir sehr bekannt vor. Und wir haben auch geschrieben, oder sie haben auch geschrieben, ihr habt damals das Redstone-Theater eingesendet, genau, und ihr wolltet ein neues großes Projekt machen, nämlich die Redstone-Bibliothek. Die Bibliothek hat einen Ausleihsaal in ihrem Zentrum und zwei Seitenflügel mit weiteren Räumlichkeiten. Hoffentlich liefert unser Projekt neue Inspiration, was Redstone und Design angeht. Oh, da bin ich sehr gespannt. Also ich erinnere mich noch an das Redstone-Theater, ich hoffe ihr auch. Dass die beiden so einen Baustil drauf haben, ist für mich an dieser Stelle nichts Neues. Also erstmal so von der Aufmachung her und jetzt allein, das ist wirklich pompös, das ist einfach nur nicht in Worte zu beschreiben, was hier passiert. So, der Bubble-Effekt nervt mich ein bisschen. Ich kann keine Befehle ausführen. Also machen wir den guten alten Trick. So, Effekt, clear the Joecraft. Welchen Effekt habe ich? Night Vision Effekt. Give the Joecraft Night Vision. 250. True, ich mache mal 250, auch wenn es lächerlich ist. So, okay, also Screenshot gemacht. Jetzt können wir uns endlich mal die Bibliothek anschauen gehen. Hier unten ist der offizielle Eingang oder zumindest der Spawn. Und da sehen wir die beiden Menschen, die das Ganze hier erbaut haben. Mensch, ihr habt was drauf, ihr beiden. So, gucken wir mal. Hier gibt es eine Erläuterung. Oktober 2019 fertiggestellt, also relativ aktuell. Auch das ganze Emeralds benötigt man. Und diese Erklärung. Willkommen in der Redstone-Bibliothek. Geradeaus durch den Saal gibt es den Ausleih- und Ausgabebereich. Wenn man sein Buch zu spät abgegeben hat, muss man Schulden bezahlen. Diese begleicht man, indem man links in der Halle den Fahrstuhl nimmt. Außerdem kann man unschwer erkennen, dass wir an Architektur gedacht haben. Echt? Nein, doch. Oh. Gedacht haben. Rechts und links gibt es einen Lesesaal und im Untergeschoss gibt es einen Schatzraum. In die obere Stockwerke kommt man, wenn man den langen Gang vom Hauptsaal ausnimmt. Für THC und Rätselfreunde versucht den Weg in die Kuppel und THCs Playerhead zu finden. Das kann ich schon mal jetzt sagen, werde ich nicht schaffen, weil das Ding zu groß ist. Aber guck mal, es gibt eine Rolltreppe. Natürlich gibt es eine Rolltreppe. Ja, seems legit. Schönes Design an dieser Stelle auch. Ja, ein einfaches und praktikables Design, dass das eine nach oben geht, das andere geht nach unten. Simpel gehalten, funktionstüchtig. A, Daumen hoch. So, hier ist der offizielle Eingang mit, ja selbstverständlich, einem Türschloss, welches sich aktuell, Tür öffnet zwei Blöcke unterm Schild. Aha. Oh. Oh. Oha. Hola. Hola, das ist aber gut protected. Also Feuer und Bibliothek passt in meinen Augen zwar nicht so ganz zusammen, aber okay. Kann man ja machen. Kann man machen. So, schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Das ist natürlich auch wieder eine sehr, sehr große Minecraft-Welt. Man merkt einfach, mein alter PC. Ich werde bald einen neuen PC, aber das dauert noch. Kommt dann natürlich auch ein bisschen nicht hinterher. So, wo bin ich gelandet? Gruppenraum. Oh, wie eine echte Bibliothek. Oh, ist das ein schöner Gruppenraum. Also Design haben die auf jeden Fall drauf, die beiden. Junge, man fühlt sich wie in einem Schloss, in einem riesengroßen Schloss. Hier sind wir jetzt gerade im rechten Seitenflügel, im östlichen Seitenflügel des Gebäudes. Ah, das ist so ein Ausgang. Ah nee, das ist so ein Zinnenbereich. Hier ist eine Treppe, die nach oben führt. Oh, ist das Design, das ist umwerfend. Sind wir im äußeren Bereich? Das ist quasi so eine Art Outdoor-Bereich, der hier mit integriert ist. Hier haben wir zum Ausblick einen Fahrstuhl, der nach oben führt. Und da oben haben wir einen großen Ausblick. Okay, und in der Mitte haben wir die Verzierung dieses unteren gelegenen Saals. Alter. Was habt ihr hier gebaut? Was habt ihr gebaut? Hier haben wir Archiv, Büro, Schatzkammer. Okay, eine sehr unspektakuläre Treppe.
zeigen sie Mitarbeiterkarte vor, hat man hier so eine Art Durchlass, Archiv, Büro, oh, ein Jigsaw-Block habt ihr benutzt, um Pfeile zu nutzen, auch nicht schlecht. Jigsaw-Blöcke sind für uns Programmierer, die wir uns mit Minecraft beschäftigen, sehr, sehr interessant und fungieren ein bisschen, was das Laden angeht von Structuren auf der Welt. Verbotene Abteilung. Oh, kommt jetzt gleich Filch und nimmt mich fest. Ich habe keinen Tarnumhang, ich habe aber dafür Invisibility-Effekte. Also, ja, die verbotene Abteilung. Ich könnte mir vorstellen, dass hier so das ein oder andere Schätzchen versteckt ist. Mach die Kiste kaputt. Mach die doch nicht kaputt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht hier ein Schwein versteckt ist, okay. Aber es kann natürlich auch gut im Bereich des Möglichen sein, dass hier noch andere Sachen versteckt sind. Aber cool, wie das Ganze ins Ambiente integriert ist. Sogar TNT ist da mit drin. Hier sind aber wirklich verbotene Sachen drin. Ah, lass uns mal besser rausgehen. Das ist also das große, große, große Archiv. Und da haben wir Redstone-Technik. Ja, fein. Wir sehen auf jeden Fall Redstone-Technik. So, zurück zum großen Saal. Das ist der große mittlere Saal. Alter, ist das... Oh, ist das krank. Ist das... Ist das geil. Oh, Leute. Ich kann nicht mehr. Schön, dass ich meine Maus gerade... Danke, liebe Maus. Mhm. Wenn ein Haar auf den Sensor kommt, dann kann die Maus nicht mehr nach oben gucken. Ah, ich bin so lost gerade, Leute. Ausleitzentrum. Hier ist der hintere Ein- und Ausgang. Was haben wir Schönes? Ach, auch wieder ein Türöffner. Das ist, glaube ich, das ähnliche. Ihr habt nur gecopied und gepastet. Who's worded it, copy and paste? Ja gut, aber anders kommt man auch nicht klar mit so einem riesengroßen Gebäude. Das ist echt stark. So. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. Abgabe und Ausleih gleichzeitig möglich. Fahrstuhl zum Schuldenraum, Ausleihzentrum. Okay. Jetzt müssen wir uns mal angucken, wie das geht. Konto erstellen, ausleihen. Rückgabe, ausleihen. Ich möchte mir gerne ein Konto erstellen. Konto erstellen kostet ein Emerald. Gut, wir bezahlen Emerald und bekommen auch direkt, es ist gut. Wie wurde gerade der ausgegeben? Ah, darüber, über sowas. Okay. Ja, schön. Ah, das hätte ich nicht gemacht. Das hätte ich nicht gemacht. Hier kann man sich ja einfach die Kontokarte rausnehmen aus dem Dings. Kleiner Tipp, wenn ihr etwas verstecken müsst in der Wand, nehmt zwei Dropper hintereinander, packt dann hier das ein, was versteckt ist, in diesen Dropper. Da kommt man in dem vorderen nicht dran. Und alles, was ihr tun müsst, ist einmal ein Redstone-Signal verstärker in den Dropper zu legen. Ihr seht jetzt, hier ist eure Wand. Ihr seht, hier ist nichts drin, hier kommt man nicht dran. Und wenn das Redstone-Signal hier durchgeht, wird das Item durch beide Dropper bewegt. So. Es geht aber auch nur mit zwei Droppern, okay? Weil der eine Dropper den anderen bebaut, okay? Merkt euch das. Also das hätte ich dort an dieser Stelle gemacht. Also wäre auch gar nicht mal ein komplexer Fix gewesen. Das heißt, ich nehme mir den jetzt einfach mal, ich lösche jetzt alles raus. Ihr seht, hier sind ja auch noch Schlüsselkarten drin. Würde ich das einfach so machen und hätte alle Schlüsselkarten... Ihr habt das sogar schon gemacht, so. Meine Güte. Seltsam. Und dann alle Schlüsselkarten hier rein und dann wäre das jetzt genau der Fall. Das heißt, ihr seht jetzt, hier vorne können wir alles rausnehmen. Hier vorne ist jetzt nichts drin. Man zahlt jetzt ein Emerald. Und bekommt sein Item. Ohne, dass man hier oben sich eine Schlüsselkarte hätte nehmen können. Wir haben ein Konto. So. Dann haben wir das Konto. Also, drei. Auswurf, Buch und Karte, wenn kein Buchkonto überzogen. Buch auswählen. Zwei Karte einwerfen. Wartet 20 Sekunden, 30 Sekunden und Buch. Was? Buch auswählen. Redstone Buch und The Jawcraft. Voidsack. Wie benutzt man Windows? Error. Diese Hamburger Reiseführer, mein Kampf. Oh. Eieiei. Von Hardolf Eitler. Witzebuch von Krusty dem Clown. Das würde ich mir, glaube ich, ausleihen. So, Jamie Oliver Kochbuch. Häuser des Jahres 2019. Nein, wir nehmen Witzebuch von Krusty dem Clown. Gut, Witzebuch von Krusty dem Clown. Okay, erstens Buch auswählen. Zweitens Karte einwerfen. Bin ich mal gespannt. Wir warten geduldig. Bis zu 60 Sekunden müssen wir warten, meine Damen und Herren. Ah, das kann natürlich jetzt
dauern, weil natürlich eine relativ aufwendige Technik ist. Und hier ist die Buchrückgabe. Bei uns in der Stadtbücherei Münster haben wir auch so eine richtig automatische Rückgabe und automatisches Ausleihsystem. Das ist ziemlich cool. Man nimmt die ganzen Bücher, stellt sie auf den Tisch und man muss nur noch seine Karte mit draufpacken. Das heißt, es ist so einfach, das System. Man muss seinen Büchereiausweis nehmen und die Bücher. Das muss man alles nur auf eine Fläche stellen. Da ist mein Ausweis, den ich wieder zurückbekomme. Sehr geil. Man muss nur seinen Ausweis und die Bücher auf diesen Tisch stehen. Dann ist das schon alles ausgeliehen. Das ist ein super cooles System. Das ist so eine Art Tischfläche. Man stellt die Bücher drauf und der Ausweis muss sich auch auf dieser Fläche befinden und zack, ausgeliehen. Dann kann man aus der Bücherei rausgehen. Und wenn man die zurückgeben möchte, muss man nur die Bücher auf so ein Fließband legen und dann ist es schon wieder verbucht. Also super einfaches System. Büchereien sollten meiner Meinung nach auch so funktionieren. Ich meine, es gibt auch noch die klassischen Büchereien, wo dann eine freundliche Dame oder ein freundlicher Herr einem das Buch ausleiht. Jetzt bin ich aber mal sehr, sehr gespannt, ob ich hier mein Krusty den Clown Buch bekomme. Die Witze von ihm scheinen ja immer ein sehr makaberes Maß angenommen zu haben. Und die Frage ist natürlich auch, können mehrere Bücher gleichzeitig ausgeliehen sein? Also, wie gesagt, meine Schlüsselkarte. Meine Karte habe ich wieder bekommen, aber sie wurde verlegt. Wo ist meine Karte? Ist die nicht gerade darunter gedroppt? Okay. Es passiert nichts. Ich fühle mich betrogen in dieser Bücherei. Okay, nächster Versuch. Dann scheint wohl das Buch vielleicht nicht verfügbar sein. Betrug! Ich habe ein anderes Konto. Gut, nehmen wir ein anderes Konto. Ich möchte gerne das Redstone-Buch von The Jawcraft mal nehmen. Boop. Und wir gucken rein. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert. Verfolgen wir die Karte mal. Was passiert damit? Die geht wahrscheinlich nach unten. Klasse, ihr baut die Sachen in eine klassische Minecraft-Welt rein. Viel hin und her. Wahrscheinlich wird die dann hier zusortiert. Das ist die Auswahl, welches Buch ausgewählt ist. Okay. Das sagt letzten Endes diesen System. Wahrscheinlich sind hier die ganzen Bücher drin. Würde ich mal wetten. Hier kommt Redstone hin. Hier kommt kein Redstone. Ja, okay. Gut, wenn ihr das so sagt, dann scheint das wohl seine Richtigkeit zu haben. So, wir gucken mal. Da ist meine Karte. Die habe ich jetzt auch aufgesammelt. Da, Konto. Okay. Und wir sehen jetzt, die Lampe ist an. Das heißt, das Buch wurde wohl verliehen. Gerade war sie nicht an. Kriege ich denn jetzt mein Buch? Bitte, gib mir mein Buch wieder. Oder, was heißt wieder? Das ist ja nicht meins. Oder ist das meins? Ich habe noch kein Buch geschrieben. Ich werde mal vielleicht irgendwann ein Buch schreiben. Wenn die Nachfrage danach besteht. So. Das Buch scheint nicht zu kommen. Vielleicht ist die Technik irgendwie ein Fehler drin. Das ist natürlich bei der Technik nicht auszuschließen. Wir können ja mal gucken. Die Bücher werden hier wahrscheinlich gelagert werden. Oder wo sind die gelagert? Hier. Jamie Oliver Kochbuch. Oh, da steht ja gar nichts drin. Das ist ja nur... Oh. Oh. Ich hätte jetzt erwartet, ich hätte jetzt so viel... Oh, Leute. Ihr macht euch so viel Mühe. Baut sowas Krankes. Aber dann füllt ihr noch nicht mal die Bücher. Ich hätte jetzt erwartet, dass ihr ein paar lustige Bücher schreibt und man da ein bisschen was Lustiges zu lesen bekommt. Oh, das gibt aber einen Sternabzug in der Bewertung. Nein, alles gut. Aber es gibt einen Schuldenraum, wo man Schulden begleichen kann. Das klingt ja auch interessant. Hier ist der Aufzug. Gehen wir rein. Und Abfahrt. Oh, Schulden. Natürlich werden die Schulden im Kerker beglichen. Dafür gibt es ja diesen Effekt. So, Schande. Schande. Schande über dich, dass du es gewagt hast, ein Buch zu überziehen in dieser Bibliothek. Schande über dich und dein Leben, dass du in Schulden hast. Okay, lassen wir es sein. So. Es muss. Es muss bezahlt werden. Immer wieder schön, der Effekt. So, ein Emerald. Okay, hier bezahlt man dann das Buch. Ja, da die Redstone-Technik ja irgendwie nicht so ganz funktional ist, kann ich das jetzt euch schlecht zeigen, ne? Die ist ein bisschen komplex gebaut, die Redstone-Technik. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Man hat sich hier Mühe gegeben und ich gehe mal davon aus, dass es auch im Idealfall funktioniert. Ich würde sagen, dass man das etwas... Okay, so kriegen sie auf jeden Fall raus, wann das Buch überzogen ist. Und zwar in dem Moment, in dem der Zuckerrohr nach oben wächst. So haben sie einen Timer gebaut. Ich hätte das alles ein bisschen anders gemacht, wenn ich ehrlich bin. Aber mein Gott, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich hätte es wahrscheinlich mit dem Daylight-Night-Sensor gekoppelt und gesagt, dass quasi, dass meine Uhr irgendwie in die Bibliothek
packt und dann sagt man, 3 Tage später muss man das Buch abgegeben haben. Dass man irgendwie eine große Uhr einbaut, die dann digital die Tageszeit anzeigt. Craft Attack habe ich ja gezeigt, dass sowas auch im Survival machbar ist. Und das irgendwie daran gekoppelt. Vor allen Dingen, ihr habt das ja hier, gehe ich mal von außen, Creative gebaut. Wenn ihr es im Survival gebaut habt, dann tut es mir echt leid für euch. Dann habt ihr echt keine Hobbys mehr. Kann man das Licht an- und ausschalten? Hier sind Redstone-Lampen. Nein, kann man nicht. Schade. Aber trotzdem, der Baustil ist natürlich bemerkenswert krass. Vor allem auch mit den ganzen Statuen und so, mit der Verzierung, die wir haben. Ich bin absolut beeindruckt. Vom Baustil kriegt ihr von mir 1.000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 .